Wer kennt das nicht? Volle U-Bahnen, Busse und Aufzüge. Oft stehen wir dicht an dicht mit unseren Mitmenschen. Eigentlich etwas ganz Alltägliches. Und trotzdem wird uns zu viel Nähe, vor allem mit fremden Menschen, schnell lästig. Salzburg im Sommer. Tausende Touristen strömen in die Altstadt. Ob beruflich oder privat, zwischen vielen Menschen ist es immer gut, sich seiner persönlichen Grenzen bewusst zu sein. So, ein Meter, ein bisschen leerer, über 80 Zentimeter. Und das hängt auch ein bisschen davon ab, also, ob man sympathisch ist oder nicht. Also, das kann man generell nicht sagen, aber grundsätzlich schon so ein Stadtstum, so ein Dreiviertel. Im Prinzip habe ich damit keine Probleme, machen wir es. Geruchsbelästigung schon. Also wenn einer noch Alk ausdünstet oder starker Knoblauchgeruch, das ist dann schon unangenehm. Aber sonst ist man die Nähe, ist wie es ist. Ja, ist logisch. Also da hat man ein anderes Nahe-Verhältnis, da gibt es Umarmung und ja, Körperkontakt, alles da. So schaut es für mich aus. Ich sage jetzt einmal ungefähr einen Meter. Das ist jetzt so ein Richtwert. Wenn mein Mensch näher kommt, also ein fremder Mensch näher kommt wie ein Meter, dann fühle ich mich ehrlich gesagt unwohl, beziehungsweise mache ich automatisch eine Spitze. Kommt auf die Situation drauf an. Kommt darauf an, ob jetzt schon aggressiv auf mich zugeht. So eine Situation haben wir schon öfters gehabt. Und da ist es so, wenn er mal näher wie so zurückkommt, dann wird es bei mir schon kippen. Also auf 10 cm. Wenn er aggressiv zu bekommt. Wenn zum Beispiel Menschen normal zu bekommt, dann stört mir das nicht wirklich. Aber sobald man einen aggressiv zu nah zu bekommt, er darf zwar schon näher zu bekommen, dann lass ihn schon zu bekommen. Aber sobald er aggressiv wird, muss er weg. Also es ist schon unangenehm, aber ich denke mal, wenn man weiß, der Bus ist gesteckt voll, ist dann keine Ahnung, da hat der Schüler da, dann ist das was anderes. Also dann kann man das Ganze schon akzeptieren. Im Bus? Ja, kann man es nicht vermeiden. So aus Schülerzeiten, was ich da mitgekriegt habe. Da war das Menschen schön, dass war meistens so viel, dass der dann bei mir einsteigen muss. Ah, da geht's schon. Ja, ich denke mal, das sind Personen des Vertrauens, die kennt man und da weiß man auch, wie nah kann ich zu mir gehen, beziehungsweise die anderen wissen auch, wie nah kann ich dem kommen und wie noch nicht. Also das Familie, Freunde sind wieder was anderes wie ein Fremder. Sieg ist wahr, ja.